Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Gothic 1 in die Welt der Verurteilten. Wir sind im Kessel zurzeit, die freie Mine, und haben auch hier schon mal die ersten Hütten abgeklappert. Hier die oberste und die beiden hier. Und ich guck mal, ob wir irgendwie auch an die da rankommen. Ah, guck doch weg. Na los, guck nach. Geradeaus am besten. Jawohl, geradeaus ist super. Boah, dreht der sich um, Alter. Da bist du 20 Meter entfernt. Noch mehr wahrscheinlich. Kriegt der direkt mit. Das gefällt mir aber gar nicht. Übrigens, ich würde meine Aussage nochmal zurückziehen von letzter Folge oder vorletzter Folge. Wenn man bedenkt, wie viele Söldner hier Wache halten, dann gibt es wahrscheinlich genauso viele Banditen wie Söldner, wenn nicht sogar mehr Söldner. Darf ich ja wohl mitnehmen. Ja. Die Söldner gucken uns die ganze Zeit an. Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Wer bist du? Ich bin Okyl. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Ach komm, nicht so unfreundlich. Was soll denn das? Kann ich hier irgendwo helfen? Ah, Erweiterungsmod. Wisst nicht, wobei einer wie du hier helfen sollte. Obwohl, du könntest schon was tun. Unser letzter Schmied hat sich von den Crawlern in der Mine fressen lassen. Jetzt steht unsere Schmiede schon seit einiger Zeit leer. Soweit ich weiß, hatten wir mal einen Schmied im neuen Lager. Allerdings weiß ich seinen Namen nicht mehr. Vielleicht ist er auch schon tot, keine Ahnung. Sieh dich mal um. Wenn du jemanden findest, schick ihn zu uns in den Kessel. Ein neuer Schmied. War Horatio nicht Schmied? Also ich würde natürlich im Vorfeld erst seine Quest beenden, bevor wir den hier jetzt einfach woanders hinschicken. Da wird zwar wahrscheinlich nichts passieren, aber ich würde es trotzdem nicht riskieren wollen. Übrigens hier im Kessel wird man wirklich genauer beobachtet. Hey, als sonst du. Wo. Raus hier! Sehr gut. Also ihr merkt, hier ist es gar nicht so einfach zu stibitzen. Und hier stehen halt auch überall Söldner rum. Boah, und man wird aus so einer Entfernung beobachtet. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir haben von Okyl eine Quest bekommen. Ein neuer Schmied soll es sein. Wie gesagt, ich würde halt gerne erst Horatio der Bauer abschließen. Aber vielleicht können wir die ja auch in einem abschließen. Wir gucken einfach mal. Wir müssen ja sowieso wieder an Horatio vorbei. Wenn es überhaupt Horatio ist. Lass mich raten, du entdeckst mich auch wieder direkt, hä? Hey, du! Ja, hier ist es gar nicht so einfach. Natürlich nur die Frage, ob hier um 0 Uhr alle ins Bett gehen. Hey du, was ist los? Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten, da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Nee, lass mal, kein Interesse. Na gut, wie du willst.
Du hattest da eine Chance. Also ich würde natürlich neu laden und ihn nochmals befragen. Ist natürlich klar, dass der uns verarscht. Also das riecht man ja 100 Meter gegen den Wind. Der guckt sich den Erzklumpen an. Ha, Erzbrocken. Yay. Das sind aber wohlgemerkt einfach nur die Währungserzbrocken. Und wie ihr seht, sind wir nicht gerade gut darin. Ist die irgendwie, also ist hier unendlich Möglichkeiten rumzuhacken. Weil dann hast du hier im Prinzip, wenn du eine halbe Stunde lang nur Ender drückst, bist du vielleicht auch irgendwann reich. Zumindest scheint die Ader nicht erschöpft, aber wie ihr seht, sind wir auch nicht gerade gut im Erzschürfen. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das verbessern kann. Ja, gar nichts. Ja, nee, komm, das muss jetzt sein. Also, wir haben, glaube ich, 5 oder 7 Erz mitgenommen. Oder besser als gar nichts. Und natürlich nehmen wir seine Quest an. Ist doch klar. Hi. Du läufst hier tatsächlich. Woran hast du. Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert? Ach, ich hab. Das einzige. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben, klar? Klar. Wie gesagt, kann er auch gerne haben. Valoros Waffe, ne, für eine Quest machen wir natürlich jeden Schrott und das haben wir bestimmt alles dabei. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse! So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Das Risiko gehe ich ein, dass es was setzt. Wie gesagt, aber die Waffe, die Quest, Valoros Waffe, können wir relativ schnell erledigen. Wie gesagt, wir kriegen dafür 300 EP. Und das ist mir die Fressalien, die ich dem bringe, schon wert. Vor allem, wenn wir sie wiederkriegen. Ich glaube, ich muss jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Ja, genug. Noch einmal und du bist tot. Also Baloro hat natürlich auch eine dicke Rüstung. Der ist wahrscheinlich auf dem Level von Carlos, wenn nicht höher. Das heißt, wenn wir dem auf die Fresse geben wollen, brauchen wir den Vollstrecker auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt wieder diese Person, den ich noch aufs Maul geben muss, / will. Die sind jetzt natürlich auch wieder am Ende der Welt. Carlos oben bei der Austauschstelle, Baloro hier im allerletzten Eck in der freien Mine. Das ist natürlich suboptimal. Das kann man nämlich leicht vergessen. Naja, wir schauen uns noch ein bisschen hier um. Noch ein Söldner. 2 Schürfer. Irgendwie schauen die sich die Brocken hier nur an. Und ein einziger Bandit ist hier auch. Das ist der Swiney, oder? Nö, das ist ein Bandit. Ach nee, Swiney ist der hier neben dem Bandit. Hey, du. Klar.
Erzähl mir mal was über das Lager hier. Dieses Felsloch wird uns hier rausbringen. Wenn wir erst genug Erz haben, kann uns das alte Lager egal sein. Wer gibt dir die Befehle? Okühl hat hier das Sagen. Aber uns Banditen lässt er meist in Ruhe. Alles klar bei dir? Mann, verpiss dich. Was quatschst du mich an? Eben war er viel freundlicher. Naja. Lassen die uns an die Hütte hier. Man ist natürlich ein bisschen unpraktisch, jetzt hier einfach mittendrin wieder irgendeine Hütte leeren zu wollen, in der nichts drin ist. Nein, was soll's. Hey du. Also, Swiney, was gibt's? Wie sieht's aus? Hey. Sumpfkrautstängel weg, ich rede mit dir. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ach was. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß! Hier sind deine 3 Portionen Reis. Teile sie dir gut ein. Also wir sind jetzt Mitglied des Schürverbundes. Also wo wir davor Butler fahren, jetzt sind wir Schürfer. Erst waren wir Butler, jetzt sind wir Schürfer. Was ein Karriereaufstieg, muss man ja wirklich sagen. Ich will mir eine tägliche Portion Reis abholen. Hier gibt es 3 Portionen für dich. Aber teile sie dir gut ein, das muss den ganzen Tag reichen. Ich will nochmal. Nein, du hast heute deinen Reis schon gehabt. Komm morgen wieder oder geh ins Lager und kauf dir was. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Das ist ja cool. Jetzt sind wir wirklich Mitglied des Schürferbundes und kriegen dadurch 3x Reis am Tag. Mann, das ist ja echt schon ein gesellschaftlicher Aufstieg. Das wird uns jetzt natürlich aber an nichts binden. Ansonsten, hier dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Hallo Männer, wie sieht's aus? Alles fit? Alles klar. Was soll die Frage? Wir haben alles unter Kontrolle. Okay. Wie kann ich diesem Trupp hier beitreten? Um hier im Kessel zu arbeiten, musst du erst deinen Dienst im neuen Lager unter Beweis stellen. Frag dort nach. Wer hat hier das Sagen? Hier im Kessel hat Okühl das Kommando. Im Lager hat Lee das Sagen. Also wende dich am besten an diese beiden. Was gibt es hier im Camp? Wir bewachen hier den Eingang zur Mine. Niemand außer unseren Leuten darf dort hinein. Alles klar? Was soll die Frage? Okay, sehr gut. Ist halt alles nur Standardkram. Ich hoffe, wir kommen hier wenigstens in die Hütte rein. Man hält mir wenigstens im Kessel. Ich meine, die da sind ja quasi am Torhaus. Das können wir ja sowieso vergessen. Warum ist hier überall nichts drin? Manometer. Ansonsten nur Schürfer. Schürfer nach Schürfer nach Schürfer. Und hier geht sowieso nicht rein. Was machst du hier in der Mine? Ich wollte mir nur mal das Camp ansehen. Dann bist du hier wohl falsch. Hier ist der Mineneingang und der ist tabu für dich. Also scheinbar kann man hier auch nicht rein. Erst Kapitel 4, dann im Zuge der Hauptquest. Man hätte ja hoffen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in diesem Schürferbund-Ding habe ich irgendwie auch noch nie so aktiv gemacht. Denn wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, ist man hier gar nicht in Kapitel 1. Also es gibt zumindest keinen Grund, dass man in Kapitel 1 hierher rennt. Also wenn man relativ linear spielt, dann kommt man hier nicht unbedingt her.
Also die Sache ist, ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass die Truhen für uns erstmal geschlossen bleiben. Wir dürfen ja bei der ganzen Sache nicht vergessen, wenn wir dann in einem späteren Kapitel hierher kommen, spoilerfrei ausgedrückt, sage ich mal, bekommen wir eh die Möglichkeit, ungestört hier alle Truhen zu öffnen. Deswegen akzeptieren wir das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und ich versuche hier, nein! Da hochzuklettern, in der Hoffnung, dass das auch begehbar ist. Aber irgendwie wirkt das schon so, als könnte man hier, nein, okay, vielleicht hier, kann man hier entlang laufen? Nein, okay, also da oben gibt es wohl nichts mehr. Das heißt, die Razor und die paar Scavenger, das war das einzige hier oben. Zumindest scheinbar. Also wir können hier bestimmt irgendwie hier hochlatschen oder auch nicht. Ich meine, immerhin ist es fein abgetrennt. Ja? Normalerweise kenne ich es dann. Wobei hier wirkt es jetzt schon so danach, als könnte man hier oben einfach rumlatschen. Ja, normalerweise genau bist du nämlich nicht aufgehalten von der Welt. Da kannst du quasi überall hinmarschieren. So wie wir jetzt gerade im Moment. Und ich dackel hier halt rum in der Hoffnung. Das ist übrigens überhaupt gar nicht so brauchbar, wenn wir hier speichern, aber egal. Die Schürferklamotten sind übrigens schlechter als die Butlerhose, aber man kriegt sie geschenkt. Also, in dem Fall, man kann die leichte Butlerhose, die hat glaube ich genauso viel Wert oder schlechtere, die kann man für 250 kaufen oder ihr kauft euch halt die dicke für 500. Oder ihr geht hierher und kriegt Schürferkleidung geschenkt. Und hier oben scheint auch weiterhin alles leer zu sein. Ein bisschen schade. Wie gesagt, meine Hoffnung war, dass wir hier oben vielleicht auch noch ein paar Maulrits töten könnten. Aber dieses Gebiet hier, das zählt quasi schon zur Dekoration. Und wie gesagt, wir könnten jetzt auch noch weiter hochmarschieren. Hier den Berg hinauf. Aber der Punkt ist halt, die haben ja jetzt nicht vorgehabt, die Spielwelt von Gothic zu verdoppeln. Das ist ja nicht Ziel der Modifikation. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schweren Herzens akzeptieren müssen, dass hier oben nichts ist. Falls doch da was sein sollte, könnt ihr mir immer Bescheid sagen. Also gut, Geestert hat auch nichts zu erzählen. Der wäre theoretisch ein Lehrer, ne? Hab ich richtig verstanden? Der ist ein Lehrer im neuen Lager. Ne, nicht im neuen Lager, sondern vielleicht außerhalb. Genau, Geestert. Der kann mir beibringen, Tiere auszuschlachten, aber das haben wir ja schon bereits geklärt. Das heißt, wir haben noch die Quest von Okyl, einen Schmied zu besorgen, und ich meine, Horatio wäre dafür ein brauchbarer Kandidat. Er hat auch erzählt, dass er Schmied gewesen ist und deswegen ist er so stark und kloppt alle um. Aber wir haben ja noch diese andere Quest von Horatio, die ich gerne davor erledigen wollen würde. Deswegen schauen wir, dass es uns da nicht in die Quere kommt. Denn bei Gothic kann man nie wissen. Wenn man simultan zwei Quests bearbeitet, die sich um eine um dieselbe Person drehen, dann kann das auch mal zu Fehlern kommen. Man kann es ja immer. Und wie gesagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht in diesem Falle. Also gut, akzeptieren wir jetzt einfach mal die Truhen im Kessel. Die werden wir irgendwann später leeren. Und wir haben jetzt auch einen Einblick in zwei, drei Truhen gehabt. Die Ausbeute war jetzt auch eher schwach, deswegen sei es drum. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir theoretisch alles leeren müssten, damit wir weiterkommen würden. Wir stehen relativ gut da. Ansonsten haben wir ja erstmal gar nichts zu tun. Ne? Wir müssen für Silas ins alte Lager. Und ansonsten für niemanden ins alte Lager. Ins alte Lager hole ich dann sowieso wieder demnächst. Ansonsten hat hier keiner eine Quest für uns.
Aber wie gesagt, gibt noch ein paar Siedlungen, oder was heißt Siedlungen, Gegenden mit NPCs, die wir abklappern müssen. Wie gesagt, im Räuberlager wird demnächst alles erledigt und vor allem die alte Mine. Da geht es hoffentlich richtig rund, da gibt es hoffentlich viel zu tun, damit wir dann Level 10 sein dürfen. Adebal Kagan ist hier bei den ganzen Schürfern. Wo ist denn Horatio? Da ist er doch. Ja, der Große, der da sitzt. Hey du. Das ist er. Ich hab noch... Und? Nein. Also Horatio ist es nicht, der jetzt hier als Schmied eingeplant war. Vielleicht Blade? Also Blade hat ja auch erzählt, dass er Schmied ist. Aber der scheint eher aktiver Schmied zu sein. Deswegen hatte ich jetzt den gar nicht mit einkalkuliert, weil das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn der eine Schmiede betreibt. Gut, auf der anderen Seite, vielleicht kann er ja aushelfen im Kessel. Ist dann halbtags dort, was weiß ich. Laufen wir nochmal zu dem, der müsste irgendwo da hinten in den Hütten sein. Ich meine, der wäre da gewesen. Nicht hier vorne, wo er arbeitet, sondern irgendwo hier. Oh, ne, das sind nur zwei Söldner hier, okay. Ne, da pennt Kord. Was ist denn los? Verdammt, ich hab Kord mit... Oder? Hier sind wieder drei Leute untergebracht. Ich hab Kord mit Blade verwechselt, verdammt nochmal. Dann pennt er wahrscheinlich doch genau vor der Hütte. Also nicht vor der Hütte, sondern in der Hütte. In der er davor arbeitet. Ja, da ist er. Hey du. Komm, jetzt aufstehen. Aha, Tatsache. Hey, ich hätte eine neue Aufgabe für dich. Ach, und die wäre? Die Söldner bei der freien Mine bräuchten einen neuen Schmied in ihrem Lager. Die Schmiede im Kessel steht jetzt schon seit einiger Zeit still. Und warum sollte ich da anfangen zu arbeiten? Ja nun, das ist doch besser, als den ganzen Tag hier rumzustehen und nichts zu tun zu haben, oder? Okay, hast ja recht. Ich werde meinen Arsch dann mal dahin bewegen. Wir sehen uns später. Erstmal pennen, ne? Also es war Blade. Wie gesagt, ich glaube, der hat im Originalspiel kaum... Also er hat einen Namen, aber irgendwie wenig... Also mir fällt jetzt nichts ein, was man mit Blade oder für Blade erledigen muss. Deswegen schön, dass sie den hier eingebaut haben. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir doch nochmal ganz kurz zurück Richtung Okyl, geben dir Bescheid, schließen die Quest ab, sammeln die EP ein und dann marschieren wir erstmal Richtung Alte Mine wahrscheinlich. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.